Kannst du einfach so nehmen, das eine Raketenwerfer? Ja, die ist noch eine Uzi. Aber anstatt die Hauptwaffe nimmst du dann Raketenwerfer, ne? Ja, genau, und anstatt meine Pistole nehme ich die Uzi hier. Ja, okay, ich bleib, bleib ich bei der Shotgun. Naja, Spaß, Mann. Aber, Chris, wo bist du? Ja, bei der Kirche, ne? Ja, genau. Oh mein Gott. Alter! Chris? Ja? Alter, hör auf, die unschuldigen Zivilisten umzubringen! Bleib ihn wieder! Ja, du hast gerade einen umgebracht! Nicht. Doch! Hier war mal gerade einer, der ist weg! Echt? Nee, ja! Wir müssen noch da! Nein, nicht den Pfarrer! Achso. Da war noch ein zweiter Typ! Der lag hier! Was? Den hab ich gar nicht gesehen, Alter! Ja, der ist jetzt weg! Den wird nie wieder einer sehen können! Ja. Du Mörder! Ich hab den gar nicht gesehen. So, wir reden jetzt mit dem Pfarrer, um deine Sünden, Sünden zu beichten. Ein okay. Unbeschreibliches Gefühl, wieder in Falls End zu sein. Ich bin froh, dass du noch mehr tun willst. Ja, noch mehr Leute umbringen. Unschuldige. Sorgt John C. dafür, dass viele Menschen leiden. Und ehrlich gesagt, wird mir das zu viel. Ja, okay. Habt ihr was dagegen gehabt, dass ich gerade ausgeraubt habe? Nein. Ey, gibt's einen Witwenmacher, ne? Ist ein Brief? Lies mal durch. Gibt's wohl einen Witwenmacher? Gleich Rekord mit der Typ hier. Mit der Frau hier. Jedes Mal, wenn Peggys kam und Streit gesucht haben, sprang. Was? Was? Oh, sorry. Shit, wo war ich? Oh, einer der ersten, der sich jedes Mal. Lass diese Scheiße! Chris! Hier drüben! Kannst du mir helfen? Lass mich nachdenken. Ach ja, mein Dad war einer der Ersten, der sich gegen sie stellte. Jedes Mal, wenn Peggys kam und Streit gesucht haben, okay, ich überspringe mal. Also du hast es ja mal richtig ein. Hör mal, geh einfach zum Getreide östlich von hier und hol mir den Witwenmacher. Lass doch Zeit. Warum wir dich, Chris? Hey, hey, ich muss mit dir reden. Wir stecken hier fest. Wir stecken hier fest. Ich schwöre bei Gott, dass ich diesen Hurensohn John Seed umbringen werde. Hast du die Peggys mit meinem Flugzeug abhauen sehen? Ich muss es wieder haben. Das war unsere einzige Chance, hier rauszukommen. Ich würde ja selbst gehen, aber meine Frau ist schwanger und überfällig und ich weiß nicht, was ich tun soll. Hast du Nitro gefunden? Ohne das Flugzeug sind wir am Arsch. Bitte, ich. Meine Familie braucht deine Hilfe. Sekten VIPs, Alter, was ist mit Schwachsinn? Ich will mit, ich will mit! Ich weiß schon ganz genau, wie ich diesen Sektentypen umbringe. Runterspringen. Ach ja, okay, warte, hör. Mit E steigt man aus, ne? Ja. Ja, genau. Mal sehen, wie hoch wir können. Ich glaube, na, das reicht doch langsam. Ich krieg keine Luft mehr. Okay, runter! Runter! Fallschirm! Wie geht das nochmal, Aki? Leertaste! Ich hab's mir cooler vorgestellt. Wow, wow, wow. Wir machen aber alles taktisch, ne? Ja. Warte, ich hab noch nichts gemacht. Oh, oh. Nein, ich schütte den Neck! Ah! Nein, ich bin tot! Fuck, Alter. Verstärkung ist auf dem Weg! Kreise den Panzer! Wo ist unser Hund?
Das siehst du meine Leiche? Nein! Beziehungsweise doch, ja, aber wie sollst du denn hinkommen? Ich weiß es nicht. Lass dir was einfallen. Wo ist Buma? Wo zum Teufel ist Buma? Alter, ich sehe da zwei Leichen. Und Boomer ist auch dort. Kannst du zu mir kommen? Ja, ja. Ja, ja, es legt mich am Arsch. Ja, ich komme zu dir. Ich musste gerade Boomer wieder beleben, weil bei dem weniger. Okay, bei mir ist das Ding gerade gekommen. Konvoi, glaube ich. Ja, scheiße. Jetzt ist ein Trucker mit 3, 4 Soldaten ausgestiegen. Trucker, ach du Scheiße. Was passiert, wenn ich jetzt sterbe? Nein, warte. Ja, aber was wird da passieren? Müssen wir beide neu anfangen oder? Lebt Boomer wieder? Ich hab nur noch ein Viertel von meinem Leben. Ja, ich hab gleich gar nichts mehr. Was ist das? Ja. Dankeschön, Partner. Ja. Was sind das für Dinge? Jetzt musste ich den Hund schon zweimal wiederbeleben, der gute Buba. Gruselig. Ja! Kinderspiel! Kinderspiel, Junge! Easy! So einfach hab ich noch nie so eine Ranch. Halt die Fresse! Boah, verdammte Scheiße. Wir zocken das auf hart, oder was? Ja. Alter, weißt du, wie oft ich da rumspringen musste? Ich war fast tot. Meine Leute sind auf dem Weg zu dir. Sie werden dich zu mir bringen. Kämpfe nicht. Denn je stärker du dich wehrst, desto gründlicher werden wir deine Seele schrubben müssen. Okay. Ach, das ist gar nichts. Ich wurde gezeichnet. Von Allah, ne? Ja, ja. Ich flieg mit dem Flugzeug. Wie? Ich will auch mal fliegen. Auch mal? Ja, ich durfte noch nicht fliegen. Also man kann Flugzeuge kaufen. Oh Gott, das kostet ja alles fett Geld, ey. Ey, Umut, ich fahr, ich hab das erobert. Du hast einen Scheißdreck gemacht, du lagst da rum am Verbluten. Du scheiß Muluk! Kannst du mit einsteigen? Ja klar kann ich mit einsteigen, aber fahr nicht ohne mich! Abbremsen! Oh fuck, Alter! Du Wichser, jetzt fliegst du, ey. Können die noch mitnehmen? Nein! Junge! Ja! Deswegen wollte ich fliegen! Ah, du kannst nicht fliegen, Alter, lass mich fliegen! Halt die Fresse! Guck, was passiert, wenn du fliegst! Halt die Fresse, ey! Schlimm, Alter, eine Katastrophe, was hast du da für eine angestellt? Jetzt flieg ich! Nein! Nein! Diese Bestellung nämlich! Im Pegifunk heißt es, dass ein Eindringling das Flugzeug geklaut hat. Gewinne etwas Abstand, flieg einfach erstmal Richtung
warte, lass doch mal so ein Ding abknallen. Egal, flieg einfach. Du musst mir den Vogel zurückbringen. Er ist unser einziger Weg aus diesem Shitstorm. Aber erst muss ich sicher gehen, dass sie ihn nicht manipuliert haben. Machen wir ein paar Tests. Halt dich beim Contest scharf links und flieg so tief es geht den Fluss entlang. Nein. Woohoo! Das ist geil. Ich musste gerade ein bisschen... Was du gerade zerballern? Oder wie? Ja, ich zerstöre gerade Silos. Oh, ich hab unschuldig zu wissen getötet. Sorry. Ich hab mal grad auf... flieg ich eigentlich gerade weiter bei dir? Umut? Was? Ja, du fliegst noch. Wieso? Ich bin gerade in die Option gegangen. Wieso machst du das? Um die Audio ein bisschen leiser zu machen. Ich hab gar nicht dran gedacht, wenn ich in die Option gehe, dass das Flugzeug weiterfliegt. Okay, jetzt benutze ich mal den Bombenschacht. Oh, die haben Sniper! Zurück! Bin auch fast tot. Ja, ich kann gerade nicht zu dir, ich bin ein Schuss und ich bin tot. Ich konnte mich nirgendwo verstecken, wir haben überall rote Fässer. Ja, ich kann gerade nicht zu dir. Ja, scheiß drauf. Ich Sniper. Ich will ja gern zu dir, aber ich bin sofort tot. Ich weiß, scheiß drauf. Aber du musst gucken, dass du irgendwie umbringst. Gott! Kannst du nicht zu den Fässern? Au! Zu den Fässern da irgendwie kommen bei mir? Nein! Was? Weil es sind drei Leute, ne? Fuck. Zwei von denen. Einer lebt noch. Jetzt zielt kein Sniper mehr auf mich. Hör zu mir. Ja, wo ist der Typ, ey? Ich komme. Doch, da sind noch zwei weitere. Nein, danke. Ja, bombardier die Scheiße doch! Sehr schön. Linksseite. Au! Könntest du uns mit den Taschen helfen? Ich zeig jetzt, wo wir jetzt hingehen. Heli! Oh, ich bin fast tot. Ich hab ja keinen. Hilfe! Ich hab den Piloten. Hast du den?
Ja. Wow! Ach, fuck. Zu spät. Ja, ich weiß, ich sehe es. Junge, viel früher machen. Weil das. Du ziehst ein bisschen nach vorne mit dem Fadenkreuz. Viel früher, viel früher. Ah. Dann schieß einfach drauf. Ey, das ist falsch. Oh Mann. Ich geh dran. Ich geh. Oh Gott, warum muss der Pilot lecken? Oh Gott. Ich will hier raus. Nein. Es ist verstörend. Es ist Was war das? Wo war da bitte der Plan? Jo, nein, Nahkampfkill hab ich. Das ist ein ganzer Wagen. War das jetzt ein Böser? Oder einer? Das war einer von uns! Gut gemacht, Chris! Er war schwarz! Schön, dich zu sehen. Jetzt wir haben hier einen Hund. Ja, ich habe ihn wieder wieder aktiviert. Der war nicht aktiviert, deswegen kam er nie. Ich habe ihn jetzt wieder aktiviert. So. Hör mal auf. Brütlich. Ich würde sagen, dann speicherst du zuerst, wenn du das kannst. Ich weiß nicht, oder gehst du raus? Guck mal, ob du speichern kannst. Keine Ahnung, wer schwieriger zu töten ist. Nee, geht nicht. Escape, ne? Und dann speichern. Ja, geht. Okay. Bei mir passiert da nichts. Okay, gut, dann speichere ich jetzt, ne? Und bin dann raus. Okay. Und dann würde ich das sagen, ne? Das war jetzt die erste Aufnahme. Wir haben richtig lange gespielt, ey. Richtig geil. Auf jeden Fall. Naja, macht's gut, Leute. Auch rein, ciao. Ist das eine Pistole? Ja. Die geht's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Oh mein Gott!